wheels. Big muscle. It's Bigfoot, the original monster truck from Hot Wheels. Tag, Servus, Moin und Hallo zum Donnergurgler. Hier geht's wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Und es geht um Hot Wheels. Ich muss zugeben, ich war in meiner Kindheit eher der Matchbox- und Dada-Bahn-Mensch und hatte mit Hot Wheels nicht so viel zu tun. Aber cool sind sie trotzdem. Und ich glaube, die Dinger hätte ich als Kind auch gerne gehabt. Wir haben zum einen den Megaconstructs Muscle Bound mit GVM 30 ist die Setnummer, 102 Teile, 9,99 € findet man den als Listenpreis. Das ist ein Teilepreis von ca. 10 Cent. Und wir haben den Muscle Bound, nein, wir haben den Roger Dodger and the Hot Wheels Racing, GYG22, 251 Teile, 24,99 € findet man im Internet, aber auch mittlerweile für 19,90 €. Teilepreis 10 Cent. Und was man schon mal sagen kann, die Dinger machen Spaß. Und sie machen schon mal allein deswegen Spaß, weil diese Schachtel einen Mehrwert hat, den ich euch gleich in der Anleitung zeige. Aber einmal kurz die Schachtel angeguckt. Alles schön bunt, schön Action. Von der Seite überall alles bunt, bunt, bunt. Und hier unten sieht man noch, was es sonst noch gibt. Ansonsten die üblichen Verbraucherinnen-Hinweise und es ist from Mattel. Dann haben wir hier noch diese kleine Schachtel, die hat auch einen Doppelnutzen, Dreifachnutzen sogar. Hier oben sind perforierte Stellen. Hier könnte ich das vielleicht auch nochmal zeigen, dann kann ich euch das schon mal vorher. Hier seht ihr, dass hier Sachen perforiert sind und die haben einen Sinn. Das zeige ich jetzt euch mit der Anleitung. Da schalte ich um auf die andere Kamera. Hier bin ich wieder. So, das ist die Anleitung von dem kleinen Set vom Muscle Bound. Und wir sehen, hier wird beschrieben, was man aus dieser Schachtel bauen kann. Wir können zum einen eine Ramp draus bauen und wir können zum anderen ein Display hier oben für das Auto bauen. Und wie cool ist das denn bitte? Einfach da den Spielwert durch die Schachtel alleine, durch ein paar Perforationen und eine gute Idee zu erhöhen. Ansonsten sind es die üblichen Mega Constructs Anleitungen mit den Punkten und den Strichen, lässt sich super mitbauen. Und hier hinten haben wir noch eine Teileliste und hinten sehen wir eigentlich das gleiche wie auf der Rückseite der Schachtel, dass es noch andere gibt. Das andere Set kommt mit zwei Anleitungen, einmal für das kleine Auto eben auch eine kleine Anleitung und für das große, für den Monster Truck eine etwas größere Anleitung. Ihr seht, gibt mehrere Bauschritte und das schwerste davon sind die Reifen. Also die Schachtel hat durchaus ein Gewicht, wenn man sie hochhebt und wundert sich, was da los ist und stellt dann fest, die Reifen sind es, wenn man es auspackt. Und ihr seht auch, mit dem hier kann man eine Ramp bauen, um mit dem Monster Truck, wie man das so kennt, habt ihr im Vorspann gesehen, da drüber zu jumpen. Wie cool. Also finde ich echt eine tolle Idee. Und macht einfach da schon klar, das ist ein Spielset und so muss das sein. Fangen wir mit dem Kleinen an. Hier haben wir ihn und zwar auch eine Figur ist dabei. In diesem Set ist es diese eine. Die neuen Hot Wheels Mega Constructs Figuren. Sie haben zum einen ein Kugelgelenk für den Kopf, um ihn wirklich in alle Richtungen zu bewegen. Wir können die Hüfte verstellen, wir können die Arme bewegen und natürlich können wir sie nach vorne und hinten bewegen und jedes Bein einzeln. Und sie haben hinten Löcher zum Sitzen. Und wie schön ist das? Da hat man ja immer gedacht, das ist das große Problem, warum Lego da Ärger macht. Aber anscheinend Mega Constructs oder Mattel kann sich's leisten, sich mit Lego anzulegen. Genau, beim anderen Set sind die zwei hier dabei. Auch schöne Figuren. Zum Vergleich setze ich euch jetzt mal noch eine Masters-Figur daneben, um zu sehen, dass wir hier schon bei den Masters-Figuren mit komplett anderen Mega-Constructs-Figuren zu tun haben. Bei den Masters-Figuren haben wir hinten nur dieses Loch, wo man mit so einem Zapfen es, wenn man ihn irgendwo reinsetzt, festmachen kann auf dem Thron oder so. Aber einiges größer, weitaus mehr Gelenke. Und im Vergleich zu einer klassischen Lego-Minifigur merken wir, dass die Minifigur doch um einiges größer ist, auch wenn sie jetzt hier ein bisschen auseinander ist, als die von Hot Wheels breiter und einfach voluminöser wirkt als die von Hot Wheels.
Am Platz an sich gewinnt man aber nichts. Also außer in der Höhe. Wir sind trotzdem bei knapp 4 Stats Breite. Genau, das sind die Figuren. Die kann man natürlich auch in diese Autos reinsetzen. Schauen wir uns mal den ersten an. Es, alles, was ihr seht, sind Drucke. Und die Drucke sind wirklich perfekt. Also da, die glänzen, die machen Spaß. Auch das, dieser rote. Ja, das Rote an der Reifen, an den Reifen ist, die Felge ist eigentlich schwarz und auf der Seite ist sie noch rot bedruckt. Wie cool. Hier oben alles Drucke. Lego, schaut es euch an. Es funktioniert. Man kann solche Sachen so großflächig bedrucken. Ansonsten haben sie den Metallic-Schimmer und die Marmorierung, die Mega Constructs auch gerne bei anderen Sets benutzt. Saucoole Farben, saucoole Teile. Von unten. Innen ist auch nichts Buntes verbaut oder so. Und die kommen im Prinzip auch auf so Aufbauplatten, so spezielle Molds, auf denen die Grundplatte aufgesetzt wird. Gibt es unterschiedliche. Die Reifen sind richtig coole Slicks, sehr fest und fühlen sich wie ein Slick an, wie Gummi. Türen lassen sich leider auch nicht aufmachen. Man kann natürlich das Dach abnehmen und dann die Figur reinsetzen. Da ist aber kein Stuhl oder irgendwas, sondern. Den klemmt man da einfach auf Noppen auf und kann ihn dann hier drin unterbringen. Sehr cool. Machen richtig Spaß. Die Dinger sind 5 Stats breit. Also nicht so breit wie die alten Speed Champions und auch nicht so breit wie die neuen mit 8, sondern 5. Gehen da einfach ihren eigenen Weg. Und da sind auch einmal 5 Plates mit drin. Immer wieder schön, einen in der Hand zu haben, immer wieder verwirrend. Dann haben wir den Monster Truck und der ist mal richtig zum Spielen gedacht. Der hat richtig Schwung hier und ist im Prinzip, die Reifen kann man eindrücken, haben aber wirklich Gewicht und sind wirklich stabil. Und die sind hier unten einfach so eingeklemmt in so einen, mit so einem Ball in der Mitte. Der dafür sorgt, dass es nicht ganz hin und her kippt. Und hier oben haben wir, das hier ist hier nur so angelegt, das ist vielleicht was beim Spiel mehr abfallen kann, aber es muss ja auch, wenn man irgendwo drüber rumpelt, mal was abfallen. Türen kann man hier auch nicht aufmachen, Dach kann man natürlich aufmachen. Und das Schöne ist, man kann jetzt eigentlich dieses Auto hier abnehmen, die Reifen des anderen nehmen, dann haben wir hier ein normales Auto und den hier oben drauf bauen. Sehr cool. Wird auch so beschrieben in der Anleitung, dass man das tun kann. Wechsel die Reifen. Genau. Ansonsten ist es jetzt kein Hexenwerk, das Ding, aber es ist einfach sau cool. Ein Monster Truck. So, dann haben wir den hier noch mit an Bord in dem Set. Ein Dodge. Ich denke, das kann man erkennen, dass es einer ist. Ein dicker, fetter Motor. Der hier hat keine Metallic-Glanz, sondern ist einfach wirklich, ja, dieses Gelb-Orange. Hinten dicke Reifen, von unten ist der grau, während der schwarz ist. Also ihr seht, das sind unterschiedliche Teile. Und hier ist es genau umgedreht. Da haben wir auch hier grau und dort, ja, unterscheiden sich also. Und ich kann sagen, diese Dinger machen Spaß. Und ich hätte sie als Kind auch gerne gehabt. Und selbst als Erwachsener habe ich meinen Spaß damit. Es sind tolle Teile, wie gesagt, es wirkt ein bisschen, als wären sie ein bisschen leichter wie die bei den Master Sets. Klemmkraft hat für mich aber auch gepasst, wirkt aber trotzdem eben einfach ein bisschen leichter. Alles Drucke, wie schön, Lego, nochmal der Aufruf, schaut es euch an, es funktioniert. Fette Reifen, gute Qualität. Wobei ich jetzt sagen muss, der hier eine, der glänzt ein bisschen und der andere ist matt, aber. So what? Das wird mich jetzt spätestens, wenn man einmal damit über den Teppich gefahren ist oder über den Boden, wird sich das sowieso regeln. Die Figuren finde ich toll. Schöne kleine Dinger, kann man gut reinsetzen, passen. Und den Spielvorschlag in den Schachteln finde ich einfach eine richtig geile Idee. Yeah. Preis ist schon Thema. Also wir sind da schon im Premium-Segment auch unterwegs. Wenn man jetzt mal, ich habe mal so stichpunktartig ein paar Six Stats Speed Champions durchgeguckt. Da liegen wir immer eher so bei 6 bis 7 Cent je Teil. Ausnahme ist da ein bisschen der Porsche.
Der 911er, der weiße, weil der hat um einiges weniger Teile. Da sind wir dann beim, ja, Teilepreis von 9 Cent. Hier eben beim 9,8 bis 10 Cent. Ist schon, ja, da sind wir schon in dem gleichen Bereich unterwegs. Und da hoffe ich jetzt mal durch die größere Marktdurchdringung, dass sich das auch ein bisschen nach unten absenkt. Aber ich muss sagen, durch das, dass alles bedruckt ist, die Qualität mindestens gleichwertig mit Lego ist, finde ich es konkurrenzfähig und klar vergleichbar mit Lego. Gleich noch ein paar Fakten, die ich vorhin vergessen habe. Das Ding ist so 15,4 cm lang und hat eine Höhe von ungefähr 11 cm. Diese kleinen hier, die sind so knapp 4, 5, 4,5, 5 cm hoch und ungefähr 12,5 cm lang, unterscheiden sich in der Länge eigentlich so gut wie nicht. Das war der Donnergurgler mit den Hot Wheels. Habt ihr euch welche geholt? Holt ihr euch noch welche? Hattet ihr als Kind Hot Wheels? Was habt ihr für Erinnerungen zu Hot Wheels? Bei mir waren es irgendwie immer zu Matchbox-Autos gegriffen, weil es irgendwie so gelernt war oder weil man halt einfach als erstes die hatte und nicht Hot Wheels. Ja, würde mich freuen, wenn ihr unten wieder wie immer gerne kommentiert. Lasst es euch gut gehen. Das war der Donnergurgler für heute. Klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.